Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil vom Prolog vom Supermarkt Simulator. So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben 100 Öcken. Ich soll eine neue Sektion kaufen. Aber wir wollen erstmal zusehen, dass wir richtige Regale voll kriegen. So, Market. Candies, Brot und Mehl. So, warte, Mehl, Brot. Ach so, warte. Was muss ich hier machen? Ach so, das habe ich schon erledigt gestern. Okay. Nee, lass mal Market an. So. Ansonsten, jawohl. Dann nicht vergessen, die Preise zu überprüfen. Haben wir denn jetzt alles? Wir haben 12 Produkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Irgendwas fehlt noch. Ach, das Öl. Ja, okay, Öl können wir gerade nicht mit dienen. So, dann gucken wir die Preise noch durch. 2,16, 2,9, 3,33, 6,39. 6,38, 3,5, 48, 6,49, 10,48, 3,32 und 3,40. Hat sich nichts geändert. Okay, dann machen wir mal auf. Und dann gucken wir mal. Dum, 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 dum. So. Schlieren an der Decke. So. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Na, das dauert heute aber. Hallo. Achso, der erste Kunde und noch ein Kunde. Okay, kommen Sie rein. Ich bin da, ich warte. So, zack, 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 zack. Danke. Passend, super, so mögen wir das. 48 Cent. Jawohl. So, ich glaube, 150 hat der Ausbau gekostet, ne? Schauen wir mal. Aber ich brauche auch noch Produkte. Ich brauche noch Öl. Und Kuchen und Kaffee und Erdnussbutter. So, danke, 97 Cent. Jawohl. 35, 83. So, jetzt können wir noch mal was bestellen. Noch mal Öl und Kuchen vielleicht. Öl und wo ist der Cake? Jawohl. Einfach nur so Cake. Das nächste ist dann. Wo renne ich denn hin? Das nächste ist dann Kaffee und Nudeln und Erdnussbutter. Cent. Jawohl.
30, 53. Jawohl, so. Oh, Erdnussbutter ist auf jeden Fall alle. Da kommt man gar nicht hinterher mit dem Kaufen. Oh, 1, 2, 3, 50, 60, 62. Danke. Okay, so, dann bestellen wir Kaffeenudeln und Erdnussbutter. Erdnussbutter, Nudeln und Kaffee. Purchase. Bum, 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 bum. Dum, dum, dum. Noodles. Was haben wir hier, den Kuchen noch? Ups. Und das Butter. So, ich möchte mal dahin kommen, dass ich immer zwei Regalreihen voll habe von den Waren. Das müsste dann eigentlich reichen. Na, Eier müssen auch bald alle sein, so wie die, die kaufen hier. Kuchen ist auch sehr begehrt. Milch ist auch gleich wieder alle. Also Milch, Eier. Milch, Eier, eventuell Brot oder Süßigkeiten. Oh ja, Milch ist alle. Cent. Ach nee, eine Milch war noch da, okay, aber jetzt nicht mehr. Ja, Brot. Also Milch, Brot und Eier. Eier, Milch und Brot. Warum laufe ich eigentlich immer außen rum? Was haben wir hier noch? Ach so, Nudeln. Aber Licht an. So, Milch. Ich komme gleich. Und die Eier noch. Okay. So, da bin ich. Danke, 17. 79. Jawohl. 20. Ich suche mal die 20-Cent-Stücke, weil wir die haben. So, Mehl ist auch alle, okay. Dann bestelle ich noch mal Mehl und Süßigkeiten vielleicht. Mehl und Süßigkeiten.
Und Süßigkeiten. Jawohl. So. 88 Cent. Nix. Ah ne, jetzt habe ich mich verguckt. Na mal gut, dass ich gerade Eier geholt habe, ne? So, 9 Uhr, der Laden ist ja jetzt zu. 1, 50, 60. Jawohl. Dann gucken wir mal, was wir noch einholen können. Müssen wir das morgen früh nicht machen? Nudels. Und Brot. Ne, Brot ist noch voll. Okay. So, nach 9 Uhr können wir nicht bestellen. Mal gucken, 190. Ich möchte morgen eigentlich erstmal nochmal Waren kaufen, bevor ich ausbaue. Haben wir Rechnung? Ja. Gross. 150 war das. Nee, das ist mir noch zu knapp. Ich brauche ein bisschen mehr in petto, weil ich muss ja auch noch Waren kaufen. So, okay. Produkte nicht gefunden. 5, ja, ist klar. Juppie. Wasser ist. Hat einen anderen Preis gekriegt. 2,13. Oh, das ist aber. Okay, die anderen müssen gleich bleiben. Gleich geblieben sein. Ich kontrolliere vorsichtshalber mal. Aber das könnten sie eigentlich automatisch anpassen, weil wenn du hier mehr Produkte hast. Oder es müsste oben eine Meldung bleiben, welche Produkte sich geändert haben. Weil wenn sich dann 10 Produkte ändern, am Tag, das kannst du dir ja nicht merken. Okay, also wir bestellen dann nochmal Öl und Wasser. Also Öl, Wasser und ich würde sagen nochmal Peanut Butter. Kaffee, geht das noch? Ja, den nehmen wir noch. Okay. Dann haben wir schon mal ein bisschen auf Vorrat. Kaffee ist auch nicht schlecht. Oder? Na, am besten zwei Regalreihen voll haben und dann nochmal einen Karton im Lager. Wobei wir in der Demo ja kein Lager bauen können. Aber ich stehe irgendwie auf dem Karton, ne? So. Und das noch, das Öl. Okay, naja, muss ich jetzt hier das erstmal als Lager nehmen. Kann ich jetzt nicht ändern. Okay, dann haben wir alles. So, open. Mal sehen, wie viel Platz wir nach dem Ausbau haben. Könnte ja dann, ja, da könnte ich noch eine zweite Reihe Milch dann reinpacken und hier dann immer zwei Reihen. Das heißt, ich muss dann noch mal ein Regal kaufen. Aber eins nach dem anderen, ne? Jetzt sind sie erstmal voll zu Beginn des Tages. Sehr schön. Jawohl. 65. So, 18, 50, 54.
Oh, die Frühstücksflocken sind auch gleich alle. Mehl auch schon wieder. Zwei. Also Frühstücksflocken, Mehl. Ein Kuchen, oh Gott. Ne? Ah ja, Kaffee muss sein, ne? Das 37. Mehl, Frühstücksflocken, noch irgendwas? Moment nicht, ne? Mehl und Frühstücksflocken, jawohl. Ich komme gleich. Muss noch mal kurz hier. Nee, hier. Okay. Jetzt muss ich hier mal. Und ich komme gleich. Mehl. Ich will nur nicht leer gehen hier. Ja, Display ist voll, ich weiß. Ich guck gleich hier. 95 Cent. Wasser. Nee, falsch. Will nicht mal einer mit Karte zahlen hier? Geht schneller wahrscheinlich. Passend geht auch. Nudeln muss ich auch bestellen. So, dann gucken wir mal. Das. Und das. Brot hat noch keiner gekauft. Wasser, Öl. Ja, ich komme. 85 Cent. Danke, der Herr. So, Öl. Na, kommst du mit? Ja, eine Flasche. Ne, ich kann mich dann, wenn man hier Personal einstellen kann an der Kasse, dann kann man sich hier nämlich um diese Einräumerei kümmern. Okay, so, ich muss irgendwas bestellen. Ja, Eier und. Boah, was ist in der zweiten Reihe? Nudeln. Eier und Nudeln. Eier und Nudeln. Jawohl. So, ich komme. Mein Gott, das ist aber ein Großeinkauf hier heute. 53 Cent. Bitteschön. 70, 22. So, ich hole mal kurz auf jeden Fall die Nudeln. Bevor sich wieder irgendeiner aufregt, dass das nicht da ist. Und Eier. Komm, und das Mehl. Komme. So, passend, sehr schön. 82. Und 5 Cent. Okay. Milch ist alle. Brot war jetzt.
Komme die Dame. Nur ein Wasser heute? Okay. Haben sie vergessen, ne? Sie waren vorhin schon mal hier. So, ist klar. Ja, Milch. Milch, Milch, Milch. Bestellen wir auch mal schnell. Sonst irgendwas noch? Milch. Süßigkeiten vielleicht. Damit sich das lohnt. Milch und Süßigkeiten. So, die Dame, was haben wir denn? Jawohl, 10 Euro für sich. Guten Tag, die Dame. So, holen wir mal die Milch. Bam, 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 bam. Also man muss das eigentlich schaffen, dass man so viele Regale hat, dass man so viel einräumt morgens, dass man das tagsüber nicht mehr machen muss. So, ich komme. Wie spät ist denn das? 8 Uhr. Laden macht in einer Stunde zu. Okay. Mehl ist auch schon wieder zur Neige. Einmal Nudeln. Oh, das ist noch ein bisschen mehr daher. Jawohl. Dann haben wir hier nochmal Kaffee. Und Öl. So, 49 Cent. Wo ist denn die Dame? Ach so, Milch. Milchhorten. So, Milch, Milch, Brot, jawohl. Vielen Dank. So, der Tag ist vorbei. Das werden wir nicht alles reinkriegen, aber schon mal ein bisschen bestellen kann ich ja nicht mehr. Süßigkeiten sind auch noch voll, oder kriege ich noch eine Reihe hin? Nee, 3 Reihen waren das. Okay, dann haben wir zumindest alles da. Wir gucken nach den Rechnungen. Management, Builds, Pay, Pay. Und dann Gross, Purchase. Market. So. Ui! Hat sich ja hier alles geändert. Okay, dann lass mal. Das muss man ein bisschen nach hinten stellen. Und vielleicht brauche ich noch mal 1, 2 Lampen dann. Kann ich auch im Shop kaufen. So, und das nehmen wir dann mal hier rüber. Weil dann mache ich hier eine Lagerecke hin. Dann habe ich hier erstmal die Sachen im Blick alle. Und dann mache ich hier meine Lagerecke hin. Okay, dann beenden wir den Tag, wa? Bestellen kann ich ja nichts. Was kostet denn nochmal ein Regal? 125 war das, ne? Ah, warte. Ein Regal kostet 125 und der Fritsch auch. Und die Lampen kostet 20. Ja, dann bestelle ich morgen nochmal Lampen.
Und die nächste Sektion kostet 200. Und die nächste Lizenz kostet auch 200. Chips, Thunfisch, Handseife, Reiniger, Shampoo und Toilettenpapier, also alles Kosmetikartikel. Das heißt, brauche ich, der Thunfisch wird ins Gefrierfach müssen. Werde dann das mit den Regalen vorher machen, dass ich von allem zwei Reihen habe, dass ich nicht so viel auffüllen muss, weil desto mehr Produkte wir hier haben, desto komplizierter wird das ja dann. Okay, so, Enter. Ein Produkt nicht gefunden. Oh, super. Okay, ihr Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.